So, ein kleines Experiment, ein Live-Let's Play, spontan und nicht angekündigt, und ich überrasche mich selbst und euch mit Bannerman. Die Bannerträger, ein Mittelalter-Echtzeitstrategiespiel mit ein bisschen Fantasy-Einschlag, das hier heute beim Scream am 23. Februar ein bisschen zusammen zocken werden. Wir beginnen mit der Einzelspieler-Kampagne. Wir werden das nicht lange spielen und wir werden es auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad spielen. Ich habe vorher nicht lange reingucken können und danach spielen wir Civilization 6 live. Und haben trotzdem aber für alle, die es verpasst haben, eine hübsche kleine Aufzeichnung für die Leute, die später auf YouTube reingucken wollen. Bannerman, dahinter stecken schwedische Indie-Entwickler. Die habe ich kennengelernt, persönlich auch kennengelernt, auf der vorletzten Gamescom, und mit denen bin ich regelmäßig in Kontakt. Es gab ein ganz frühes erstes Video von dem Spiel, einer Alpha-Version, die ich hatte und die ich aufgezeichnet habe. Das Besondere dabei ist hier, dass es zwar eigentlich so eine Art Mittelalter-Echtzeitstrategie ist, das so ähnlich ist wie Age of Empires. Das heißt, man hat ein Bevölkerungslimit, was man allmählich erhöht, dadurch, dass man Wohngebäude bauen muss. Dadurch immer mehr Krieger rekrutieren kann, man baut Ressourcen ab, baut dann noch mehr Wohngebäude, damit das Einheitenlimit steigt, hat verschiedene Rekrutierungsgebäude für verschiedene Truppentypen, muss Eisen und Holz gewinnen und so weiter. Das ist alles so Age of Empires mäßig, aber es kommen halt noch andere Elemente dazu, nämlich ein klitzekleines bisschen so ein Fantasy-Einschlag. Man kann nämlich Umwelteffekte beeinflussen, und das finde ich persönlich sehr spaßig, weil das, also nicht im albernen Sinne spaßig, sondern in einem durchaus cleveren Sinne spaßig. Weil die Menschen ja damals im Mittelalter wirklich geglaubt haben, dass die Umgebung, also nicht nur im Mittelalter, auch in der Zeit vorher, auch zum Teil heute noch glauben, dass ihre natürliche Umwelt von Geistern besetzt ist. Dass alles, was man nicht versteht, nur irgendwo eine magische Ursache haben müsste. Dass Blitz und Donner ein Zeichen sind von Göttern, die da oben wüten. Dass man selber vielleicht, wenn man bestimmte Rituale durchführt, zum Beispiel oft genug betet, dann den Wettergott beschwören kann, dass das endlich regnen lässt oder dass er... dass das irgendwas passiert halt. Und hier kann man halt an bestimmten sakral aufgeladenen, spirituell mächtigen Orten Tempel errichten, können dadurch bestimmte magische Aktionen sich freischalten, die man dann benutzen kann, um die Feinde zu attackieren, ihnen einen Steinschlag auf ihre Köpfe runterspucken zu lassen oder ein Gewässer überfrieren zu lassen, damit man eine Abkürzung zum Weg zu den Feinden bekommt oder was auch immer. Und ihr seht es, das ist ein Mehrspieler-Spiel, was man im Multiplayer spielen kann. Es gibt die Möglichkeit, im Einzelspieler zu spielen mit Gefechten. Also Skirmish-Maps kann man machen. Da kann man sich verschiedene Dinge einstellen, verschiedene Karten sich holen. Und man kann halt auch die Einzelspieler-Kampagne machen. Die probieren wir ein bisschen aus. Spiel vor wenigen Tagen erschienen. Und ich poste euch in den Chat und stelle euch auch in die Textbeschreibung des Videos auf YouTube mal meinen Shop-Link nach GamesPlanet rein. Das ist mein Shoppartner, dort gibt es das Spiel mit ein bisschen Rabatt. Und, genau, Einzelspielerkampagne. Wir probieren mal die Einzelspielerkampagne aus. Hier drauf, Tutorial lasse ich weg, habe ich selber schon gespielt, man lernt ein paar Sachen, aber das ist langsam. Da passiert nicht so unglaublich viel. Und hier geht's jetzt weiter. Das hier ist Bannerman und natürlich nicht Civ 6. Irgendjemand fragt, ich hätte ein starkes Rauschen drin, andere hören aber kein Rauschen. Da habe ich jetzt keine Erklärung für. Du hörst auch kein Rauschen. Ich glaube, es gibt kein Rauschen. Ich muss dich erstmal anmachen, aber... Ich starte mal mit der Kampagne. Mit der Schlacht von Beckhorn und wünsche euch und mir und Chippy und euch allen viel Spaß. Kleiner like Vorschau. Shadow from dark clouds, Lord Carthor of Ixoros swept through the realm of Valtoria. Better known as Ixorians, Carthor's brutal warriors were the people's biggest fear. Conquering lands and raiding and killing everything in sight. In fear of being invaded, many of the Valtorian lords switched sides and joined the monstrous Carthor. In an attempt to create a counterweight, some of the Western lords formed an alliance and confronted Carthor at the Battle of Becrum. The battle was fought between evenly matched armies, and to break the tie, Lord Varian, the ruler of Becrum, made his way all through the back line and challenged the mighty Carthor himself. The fighting stopped, and with anticipation the men watched every step Lord Varian took as if their lives depended on it. As he approached, he raised his sword sky high, and without any attempt to parry, Carthor was hit with a swing that was sure to kill even a giant. But as thunderous as the strike was, there was no thunder to be heard, and no blood to be seen.
With terror in the soldiers' eyes, they all deeply listened for the clashing sound to sear through the masses, but the silence that followed was deafening. Lord Beren looked as if he had seen a ghost, and without realizing, he was pulled close by the seemingly unaffected Carthor. The shock was so great that Lord Beren did not notice the dagger. The men got a searing sight that day, one that would haunt them forever. With the army's morale completely devastated, there was no need to call for retreat. The troops had already begun to run. Commander Highmore, ruler of the Valtorian capital Vascleon, opened his mouth to shout his command, but the words were soon interrupted as his throat was sealed by a black arrow. The battle was lost, and suddenly the sky appeared dark. And so seemed the future. Düsterer Anfang der Einzelspielerkampagne. Kurz Bannerman, nachher Civ 6 bei einem Livestream. Vor wenigen Tagen entstanden dieses Spiel. I've got to get out of here. So, mit ihm müssen wir erstmal abhauen. Wir müssen uns an den Exkurianern vorbeischleichen und ein Dorf suchen, das uns freundlich gesonnen ist. Hier rechts können wir uns ausheilen anscheinend mit Lord Beren. Aha. Ich muss mal selber ausprobieren. Mit den Falltasten komme ich hier durch. Kann ich das aufheben hier? Ja. Ja, einfach durchlaufen, okay? Gibt es sonst noch was Besonderes? Ich muss mal mein Mikro anders hinstellen, sonst sehe ich hier nicht richtig, wen ich hier spiele. Lord Beren, Angriffsschaden, Rüstung, schwerer Rüstungstyp, okay. Rechts sind die verschiedenen Befehle, links die Minimap. Da rechts kommt ein Feind. Aha. Wir laufen erstmal weg. Wir sollen ja schleichen. Von ihm weg. Aha. Können wir schleichen? Aha. Oh, der wird uns erwischen. Aha. Bekommen wir dadurch Erfahrungspunkte? Haben wir besondere Fähigkeiten? Nein, haben wir nicht. Können wir ihn plündern? Können wir nicht. Ja. Oben rum, da kommt der Nächste. Ja. Das Problem ist, ich habe kein Ziel. Ja. Ich weiß nicht, wohin ich schleichen soll. Ja. Schönen Abend an alle, die etwas später gekommen sind. Wir spielen hier mal testweise Bannerman an. Vor wenigen Tagen erschienenes Echtzeitstrategiespiel. Mit einem kleinen Fantasy-Einschlag von schwedischen Indie-Entwicklern. Ja. Ja. Wir müssen versuchen zu erahnen, wo der Feind langläuft. Aha. Wir sind ja Überlebende einer Schlacht. Aha. Da links bleibt einer stehen. Aha. Die roten Bereiche geben anscheinend die Hörreichweite an. Hier scheinen wir durchzukommen, aber nur ganz knapp. Ist das da oben eventuell unser Ziel? Ja. Scheint zu klappen, ne? Ja. Yeah. Einen Kampf haben bin ich nicht mehr erfolgreich ausgewichen, ansonsten geht's anscheinend. Aha. Wir müssen das freundlich gesonnene Dorf finden. Ist es hier oben? Ja. Ja. Da ist auf jeden Fall noch so ein Teil, das wir uns holen. Ja. Ja. Wieder zurück. Aha. Ist das das Dorf eventuell hier oben? Vielleicht. Aha. Oh nein. Oh nein. Boah, das war knapp. Ja. Diejenigen, die sich bewegen, die haben ein irres Tempo. Ja. Kommen wir da durchgeschlichen? Vermutlich nicht. Hier ist eine Brücke. Ja. Ja, unser Lebensbalken ist auch nicht ganz aufgefrischt. Hier wird die Landschaft ein wenig grüner und freundlicher. Der Charakter macht komische Oh nein. Ja. Ja. Scheibenkleister. Ja. Wir haben keinen Spezialbefehl. Aha. Ja. Können wir uns an dem da vorne vorbeischleichen? Ich denke schon. Hier ist noch eine Brücke. Ja. Wo könnte das Dorf sein? Was meint ihr? Aha. Falls es einer schon gespielt haben sollte, bitte keine Tipps. Da oben kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Das sind gleich mehrere Feinde. Aha. Hier ist noch eine Brücke. Aha. Ja, TR schreibt, das wird sich so anhören, als würde gerade ein Pornofilm synchronisiert werden. Aber nicht von mir.
Ich kannte mal jemand früher in meinem Bekanntenkreis, der hat Kung-Fu-Filme synchronisiert. Es war ein Theaterschauspieler. Der hat sich damit halt einen Teil seines Lebensunterhaltes finanziert. Kung-Fu-Filme ist nicht dasselbe wie Pornofilme, aber auch da war der Scheibenkleister. Das war begrenzt, wie viel man da machen musste. Der musste halt auch Kampfgeräusche von sich geben und so. Und die wenigen Theaterengagements an den freien Bühnen der Stadt Köln, das allein hat nicht ausgereicht, damit er sich da finanzieren konnte. Oh, wir kommen an. Aha. Guten Abend an alle, die später kommen. Wir sind angekommen. Heavens, you look hurt. Let me help you inside. Oh, das war die erste Mission. Ja, ich hab gewonnen. Okay, ich fühle mich wie ein Held. Naja, okay, der Schwierigkeitsgrad, die Lernkurve scheint allmählich anzusteigen. Chip, ich habe gewonnen. Mach mal weiter, was meinst du? Ja, natürlich. Also, wenn man schon am Gewinnen ist, sollte man das mitnehmen. Ja, unbedingt. Wir spielen noch weiter. Wir haben zwei Fertigkeitspunkte bekommen. Die können wir anscheinend investieren in Schildgesundheitspunkte, in die Schilddauer oder in die Abklingzeit des Schildes. Rechts die Missionsbesprechung. Das ist die neue Mission, die scheint jetzt erst so richtig zu starten. Im Laufe der letzten Wochen wurde Ellensdorf das Ziel ständiger Angriffe durch Wolfsrudel, die in der Nähe leben. Ellens Männer haben jetzt um das Dorf herum Palisaden errichtet und Fallen aufgestellt, aber die Wölfe bereiten ihnen immer noch Kopfzerbrechen. Helft Ellen dabei, die Verteidigung zu organisieren und das Wolfsproblem loszuwerden? Wolfsfeinde, dass die Umweltfreunde hören. Und wir haben zwei Fertigkeitspunkte. Wie wollen wir die investieren? In das Schild des Vollstreckers. Er bekommt ein mächtiges Schild, das vorübergehend Gesundheitspunkte hinzufügt und Debuffs bereinigt, also negative Statuseffekte, die man auf uns drauf gehext hat. Oder Kampfsturm, Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich vorübergehend. Der erste Treffer während des Kampfsturmes extra Schaden. Stapelangriff, ein passiver Zauber, der seine Angriffsgeschwindigkeit erhöht, wenn dieser Schaden verursacht. Aha. Grand Slam. Er rammt sein gewaltiges Schwert in den Boden und erzeugt eine Schockwelle, die Schaden verursacht und Feinde in der Nähe betäubt. Das finde ich eigentlich ganz gut, damit kann man so Angriffe von vielen gleichzeitig machen oder seine allgemeinen Werte verbessern, damit macht man nie was falsch. Einmal hier reingesteckt. Moment, ich habe hier drauf geklickt und nun? Wie geht's weiter? Ach so. Hier oben klickt man drauf und dann geht man hier unten. Ah, die haben wir schon alle. Jeden von diesen Eigenschaften haben wir anscheinend schon. Und hier verbessert man die allgemeinen Fähigkeiten dann von einem. Ich hole mir, gib mir mal mehr Trefferpunkte. Und, wir werden ja später vermutlich mit einer ganzen Armee kämpfen. Ich mach mal Basisangriff verbessert. Aber das ist, du verbesserst jetzt einfach, ich meine, da von dieser Fähigkeit verbesserst du der Basisangriff hier zum Beispiel. Wenn du jetzt auf eine andere Fähigkeit gehst, könntest du mit deinen Punkten... Ja, da könnte ich was anderes. Da würde ich von diesen Sonderfähigkeiten etwas besser machen. Aber ich verbessere mal meine allgemeinen Sachen. Also ich glaube, diese vier Sachen, die hat man ohnehin. Gucken wir uns gleich mal an und wir verbessern, wir geben uns mal einfach mehr Lebenspunkte. Dann ist das nicht so frustend, wenn irgendwas Schlimmes... Oh, wir machen halbe. Wir machen so wie geplant, Basis etwas stärker im Angriff, mehr Gesundheit und erste Mission, möge sie starten. Ah, look who's up. Feeling better? Yeah, thank you, Alan. What are you up to? We're having some trouble with monstrous wolf packs living nearby. Lately, our village has been the target of continuous attacks from these beasts. Wolves. I slayed my first wolf when I was 6. Let me help you in this matter. Well, these aren't your average wolf. You better be prepared. Er meinte, er hätte mit 6 Jahren den ersten Wolf erlegt. War das bei dir auch so, Chippy? My men have started to set up walls and rig some traps to be used against the wolves. Ich jag Bären. Bären. Solange du keine Bullen jagst, ich erzeuge mal ein paar Arbeiter, so viele wie es geht. Und oben sehen wir, oh Mist, eigentlich meine Kamera vor, da muss ich auf das andere Fenster gucken. 10 von 12. Ah, ist das Einheitenlimit? Du musst mir beim Einheitenlimit helfen. Prepared. Hier, das sind die. Achso, das sind die ja schon. Die schicken wir hier hin, die mögen hier arbeiten. Hier mache ich einen Rechtsklick hier drauf, dann müssten die Arbeiter, die hier entstehen, eigentlich sofort anfangen doch zu arbeiten. Da sind auch noch welche, so. Dann haben wir hier oben,
das ist echt doof. Ich muss mal mit der Webcam ein bisschen rumfummeln. Das gibt es furchtbar. Das Bild wird dir gleich erzittern. Aber ich kann sonst einfach nicht sehen. Entschuldigt bitte. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber ich wüsste nicht, wie man... Ich kann sonst einfach euch nicht richtig... Ich kann sonst das Bild nicht sehen. Geht es so? Geht, ne? Ihr könnt mich sehen. Alles in Ordnung. Ich sehe ein bisschen schief und krumm. Das werde ich nachher verbessern. Jetzt habe ich alle Anzeigen wieder auf dem Bild. Ready. Hier erzeugen wir wie viele? Wie viele Arbeiter noch? Wir können auch einen Suchhund erzeugen. Ich mache mal einen. Requires additional supply. Und dann suchen wir mit ihm die Wölfe. Aha. Ja. Ja. Wie viele Arbeiter können wir sonst noch erzeugen? Ah, das Einheitslimit ist ausgeschöpft. Das heißt, ich guck mal, ob ich mit denen Häuser bauen kann. Hier. Mit dem hier. Damit ich das... Ja, hier bauen wir ein Haus. Damit wir das Limit erhöhen können. Und mit ihm mache ich das auch gleich. I'm on it. Noch ein zweites Haus. Yep. Yes. Aha. Aha. Yes. Yeah. Yeah. Jetzt ist Limit auf 24 erhöht. Wie finde ich Arbeiter, die nichts zu tun haben? Yes. Hier, da drüber. As you wish. Okay, und er hat auch nichts zu tun. Den Such, da ist der Suchhund, der ist entstanden. Was können wir sonst bauen? Häuser, Schmiede und ein Ausbildungslager für Truppen. Ja, das bauen wir auf jeden Fall. Und die Schmiede müsste für Tech sein. Ready to work. I'll use my best tool. Lass uns noch eine Schmiede bauen hier. Yes, my lord. Zur Verbesserung unserer Technologie. Ein neuer Patch bei Civ 6, ja. Ich weiß nicht, was drin enthalten ist. Was ist das hier? Das sind unsere Verbündeten in dem Dorf. Die erzeugen hier selber ihre Truppen und Ressourcen. Auf die haben wir allerdings keinen Einfluss. Im Suchen können wir gleich alles Mögliche hier erforschen. Aber ich würde gern vorher schauen, ob wir noch ein paar Bogenschützen zum Beispiel erzeugen können. Die wir dann mitnehmen. Damit wir auch ein bisschen aus der Entfernung wüten können. So, jetzt ist das Einheitenlimit erhöht. Requires additional wood. Er hat nichts zu tun, okay. Dann geht er hier hin. Wir gucken mal bei den Tags, was kann man hier machen? Ne, das ist Schmied. Hier kann man Ferngriff an Rüstungs- und Angriffswerte verbessern. Und hier kann man Soldaten produzieren, aber es geht nicht, weil... Jetzt können wir einen Bogenschützen machen. Den schicken wir mal. Ich mache mal einen Rechtsklick auf den Lord, dann auf unseren Anführer. Dann sollte der ihm immer automatisch folgen. Und da steht, wir brauchen dafür 90 Holz. Ja, wir haben nur 55 im Augenblick. 25 Gold und 2 Slots für Einheiten. Und 23 Sekunden scheint das zu dauern, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr bittet mich darum, dass ich den Zoom zeigen kann. Also so dicht kann ich rankommen. Und weiter als so kann ich leider nicht rauszoomen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Hier kommen Feinde. Aber nicht mit dem Suchhund angreifen. Das hat ja gar keinen Sinn. Kann er seinen Spezialangriff machen? Nein, die sind nicht freigeschaltet. Fight the shadows! Yep. Yep. Aha. Der Bogenschütze kämpft nicht automatisch mit. Das war krass. Habt ihr das gesehen? Das fand ich immer komisch. So, die bilden jetzt eine Gruppe. Hier kommen noch mehr. Ulala. Ready. Let's show them. Schauen wir mal, ob wir die Bogenschützen mitkämpfen, bitte. Backrun Glory. Und ich erzeug mal noch ein paar Bogenschützen, weil die können sofort in den Kampf einbrechen. Wieder ihm hier bitte anschließen. Hier gucken wir mal, ob wir bei der Forschung was verbessern können. Nahkampfangriff, Rüstung, Fernkampfangriff verbessern. Wenn wir viele Bogenschützen haben, scheint das mir ein kluger Weg zu sein. Achtung, Holz ist hier endlich, wie ich sehe. Gold auch. Noch weitere Arbeiter. Arbeiter kosten anscheinend nur, doch kosten 2 im Bevölkerungslimit. Alles klar. Chip, magst du mal den Leuten, die später dazukommen, denen mal erzählen, was wir hier gerade machen? Yes. Backrun Glory. Chippy,
For ja, Valtoria. Ich wollte nur noch schnell die Antwort fertig formulieren. Back from glory. Weil ein Affensiv-TV ist interessiert an netten Menschen, die Ziff spielen wollen. That's right. Dann habe ich ihn auf unser Forum verwiesen. Oh, berechtigterweise. Yeah. Yes. Ja, du gehst jetzt einfach Wolf-Babys jagen und schlachten. Unfassbar, ne? Ja. Hattest du nicht schon mal irgendein Spiel, wo du Tierbabys geschlachtet hast? Dawn of Man. Und ich wollte demnächst, das gibt's im Early Access, wie heißt das nochmal? Ich glaube, der Robbenschlechter-Simulator, den Your wollte man hier schicken. Robbenschlechter-Simulator. Ja, genau. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich dadurch ein schlechtes Karma bekommen könnte. Oh, hier links. Was hat denn da links? Irgendjemand ist under attack. Wer ist denn? Ach, unser Alliierter ist unter Angriff. Hier links und wir machen nichts. Und unsere Arbeiter auch. Das ist ganz praktisch. Kann ich die in das Haus zurückschicken, die Arbeiter? Nein. I'm on it. Dann lieber die das Blut verlieren als. Fernangriff. Fernkampfangriff 1 erforscht. Ready. I work better without sleep. Yes, my lord. Here. Ready to work. Hat den Arbeiter nichts zu tun? Nein, alle tun was. Und einer hat ein Limit fast ausgeschöpft. Ich schnapp mir mal den hier und baue ein weiteres Haus. Ich weiß gar nicht, wie viel man davon bauen kann. Wir können auch einen Bogenschützenturm bauen. Your das sollten wir vielleicht machen. Da sind unsere Truppen. Die Truppen schicke ich mal. Gib ich versuche, denen mal eine Nummer zu geben. Ob das klappt mit Nummer 1? Ja, klappt. Guten Abend an alle, die ein bisschen später gekommen sind. Ja. As you can. Yep. Ja. Können wir mehr erzeugen? Ja. Ich mache jetzt auch mal ein paar Fußsoldaten. 3 Stück. Ach, unser Herrscher kämpft nicht mit. Ja. Unfassbar. Dann schauen wir mal, dass wir die Rüstung noch verbessern hier. Haben wir einen. Das würdest du ja nie machen. Du würdest immer im vorderster Front mitkämpfen, oder? Ja, genau. In vorderster Front. Ich würde immer ganz hinten stehen und den Tross verteidigen. Das ist das Wichtigste. Der Proviant muss immer stimmen, auch alle Schätze, die man erbeutet hat, weil sonst der Sold nicht gezahlt werden kann. Ich finde, ein wahrer Kommandeur ist in der Vorhut verschenkt. Er muss immer das Wertvollste verteidigen, die beiden wertvollsten Dinge, nämlich die Schätze, die er geraubt hat im Tross und sein eigenes Leben. Das siehst du sicher genauso. Yes, my lord. Fast. Ich guck mal, ob ich einen Bogenschützenturm bauen kann. Und wie, ich stell den mal. Die kommen anscheinend aus allen Richtungen. Ich stell den mal hier in die Mitte rein. Yes, my lord. Und hier die Herrschaften. Also was ich schade finde, die scheinen hier nicht automatisch anzugreifen. Fight the shadows. Weiter in der Forschung. Vielleicht, wenn du ihnen mit B einen Patrouillenbefehl gibst. Das könnte ich machen, das ist eine gute Idee. Wie kann man denn alle Militärtruppen auswählen? Wählt alle Kampfeinheiten. Okay, das ist dann die Nummer 1. Das sind alle Kampfeinheiten und denen sagen, geben wir mal einen Patrouillenbefehl. Die sollen hier hin. Dann sollen die von hier aus patrouillieren. Erstmal hier hinlaufen, bitte. Dann lassen wir die hier hin patrouillieren. So, immer hin und her. Alles klar. So, wir können noch mehr Leute rekrutieren. Ich mache immer abwechselnd beides. Forschung läuft. Wir stellen gleich die nächste Forschung rein. Und ja, irgendwelche Leute, die nichts zu tun haben. Er hat nichts zu tun. Wir könnten in den Bogenschützenturm. Da packen wir, ich breche mal die Fußsoldaten ab hier. Also den hier. Und wir machen nur jetzt noch ein paar Bogenschützen. Ich glaube, 4 Stück passen in einen solchen Turm und macht den Befehl mal in den Turm rein, dass sie in den Turm reinlaufen. Ja, Leandros hat völlig recht. Da laufen die bitte rein. Die Wölfe schießen wie die Pilze aus dem Boden. Oh, jetzt kommen die aus mehreren Ecken.
Da kommst du jetzt nicht mehr so leicht durch wie in der ersten Vision. Nee. Two arms for our sire! I work better without sleep. Dann bauen wir mal, wie viele sind hier drin? Ist nur einer drin, entstehen ein weiterer? Ja. Der hat nichts zu tun, wir bauen gleich einen weiteren Turm noch. Rechts daneben, hier vorne hin. On my way. Yep. I'm on it. Prepared. Yeah. Yep. Hey, hat er den Turm jetzt hier gebaut oder nicht? Immediately. Hier hin bitte. Yes, my lord. Ready. Wie können unsere Leute heilen? Gibt's irgendwo, ich glaube, die heilen in der Nähe von einem Spezialgebäude, was man bauen kann. Das gab's im Tutorial. Irgend so ein zentrales Basisgebäude. Mission gescheitert. Das Dorf wurde zerstört. Das hab ich, ach, das gibt's doch gar nicht. Da habe ich gar nicht mehr hingeschaut. Wir haben die Mission verloren. Neustart. Das kriegen wir aber besser hin. Ah, look who's up. Feeling better? Yeah, thank you, Alan. What are you up to? We're having some trouble with monstrous wolf packs living nearby. Lately, our village has been the target of continuous attacks. Hattest du das kommen sehen? Wolves. I slayed my first wolf when I was six. Let me help you in this matter. Well, these aren't your average wolf. You better be prepared. Hattest du das kommen sehen, Chippy? Dass wir hier. Nö, jetzt gerade direkt nicht, dass das so. My men have started to set up walls and rig some traps to be used against the wolves. Yes, my lord. Yep. Komm. Wollen wir. Du bist schließlich der Grundstrategiemeister, nicht der Echtzeitstrategiemeister. I'm ready. Yeah. Ja, aber die erste Mission oder die zweite war's, die sollten wir schon packen können. Das sollte möglich sein. Wir brauchen einfach schneller Truppen. Wir haben am Anfang uns ja ein bisschen hin und her orientiert erstmal. Ja, man muss auch zuerst mal rausfinden, wie funktioniert das, genau. Wie macht man das. Denn dann lassen wir hier ein, den lassen wir ein Haus bauen, sobald es geht. Certainly. Dann haben wir gleich wieder Einheitenlimit. Erhöht. Ja, bei 12. Man kann, das hatte ich schon ausprobiert, nicht zwei Leute an einem selben Bau arbeiten lassen. Eine Runde weiter. Das fehlt leider Sky-Segel. Yes, my lord. On my way. Die Zuschauer können ja inzwischen mal verraten, ob sie lieber holzen wollen oder für dich in die Mine gehen sollen. Das ist eine gute Idee. Ausbildungslage, da brauchen wir 140 Holz für. Arbeiter braucht 50 Holz. Ready. Und doch, brauchen wir. Ich setze erstmal. Oh, hier, die da haben hier nichts zu tun. Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht können wir aber das erste Mal. Hier. Yep. My lord. As you wish. Er kann jetzt ein Ausbildungslager bauen. Das packen wir hier hin. Yep. Yep. On my way. Dann bauen wir gleich das nächste Haus. Ready. Als Holzfan gehe ich gerne in den Wald, schreibt Chaos Wuschel. Zum Bäume fällen oder zum Bäume bestaunen? Yep, I'm on it. Ein weiteres Haus bauen bitte. Yes, my lord. Ready to work. Und gleich noch eins. Yep. Ausbildungslager. Gibt's hier eine Dauerschleife? Ist das möglich? Nein. Jetzt ist das Einheitenlimit wieder erhöht. Wieder erreicht. Aha. Aber das scheint ja so eine reine Verteidigungsgeschichte zu sein. Man muss einfach nur durchhalten und die spawnen bisweilen. Das heißt, wir müssen ja gar nicht rumlaufen, sondern können auch Verteidigungspositionen errichten. Yes, my lord. Background Glory.
Zwei haben nichts zu tun, dann schicken wir ihn mal hier hin und lassen tatsächlich einen Bogenschützenturm, einen hier rechts hinstellen. Er sollte die rechte Seite abdecken können. Aha. Mhm. Yes, my lord. Er hat nichts zu tun. Yep. Da kann einer arbeiten. Einen weiteren noch. Holzfällen ist bei euch verboten. Ja. Bei mir im Garten. Oh, da kommen die ersten Wölfe. I'm prepared. Mhm. Aha. Understood. As you command. Yeah. Mhm. Aha. Aha. Mhm. Yeah. So, zwei hier rein noch. Dann gucken wir mal, der hat nichts zu tun. Dann läuft er bitte hier hin und baut auch auf die andere Seite einen Bogenschützenturm. Und zwar hier hin, schön eng beieinander. Certainly. Unser Held kommt. That's right. Ich glaube, wir können es uns durchaus leisten. Noch ein zweites Ausbildungslager zu bauen. Gibt es irgendwo noch eine Möglichkeit, wo man noch mehr Holz gewinnen kann? Ich glaube nicht. Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht. Hier rein bitte. Kampfeinheiten, die nichts zu tun haben. Ein Holzfällerlager selber kannst du nicht bauen, oder? Nee, kann ich nicht. Ja. Dann wird es schwierig. My lord? Wir bauen mal ein zweites Ausbildungslager. Yes, my lord. Prepared. Dann nehmen wir einen mit. Mittlerweile haben wir genug Ressourcen, der uns noch eine Schmiede baut. Hoppla, was ist das? Ready to work. Yes, my lord. Mütter eine Schmiede. On my way. Wir können leider keine Mauern bauen. Das wird die Sache ein bisschen vereinfachen. Yeah. Tiereinheiten, die nichts zu tun haben. Yeah. Der hält natürlich nicht. Der Turm Your ist jetzt besser beschützt. Your ally is under attack. Da gehen wir mal helfen. Yeah. Your ally is under attack. So, hier werden die Wölfe automatisch angegriffen. Your army is under attack. I'm on it. Your ally is under attack. As you wish. Yes, my lord. Your army is Here. Under attack. Yep. I work better without sleep. I'm ready. Aha. Ihm geht's doch ganz gut. Ich glaube, er muss hier die Leute mal im Alleingang bewachen. Wir gucken mal, ob wir mit auch da links my einen lord? Turm bauen können. On my way. Certainly. Ob das möglich ist. Ja, das wäre wahrscheinlich noch klug. Und zwar direkt hier an dem Gebäude, um das zu verteidigen. Und dann schauen wir mal, ob wir zwei unserer Bogenschützen hier hinschicken können, von dem einen Ausbildungslager und von dem anderen auch. Und dann gehen wir noch in unsere Schmiede und erforschen da bessere Bogenschützenangriffe. Yep. Dann haben wir drei Herrschaften, yep. die hier nichts zu tun haben. Aha. Background Glory. Militäreinheiten nicht. Yes, my lord. Er kann. Wir brauchen ein weiteres Haus. Yes, my lord. Yes. Fußsoldat hat. Nein, das ist ein feindlicher Fußsoldat. Die beiden schicken wir hier rein. Ready to work. Oh, der Arbeiter ist gut. Den schicken wir mal wieder weg. Yep. Yep. I'm on it. Immediately. Your army is under attack. Your army is under attack. Yeah. Der bitte hier rein, der bitte hier rein. Ready. Ja, jetzt klappt's yeah. besser. Das sollten wir schaffen. Yep. Viele Leute, die nichts zu tun haben. Certainly. Here.
Ruhig noch ein Haus. On my way. Noch mehr Bogenschützen. Schmiede. Fernangriff 2. Yes, Einheiten, die nichts zu tun haben, einer. Yes, Holz bitte sammeln. Und der nächste. Gold bitte sammeln. So, ihr Lieben, was haltet ihr? Was ist euer erster Eindruck? Also, es ist jetzt die erste Mission. Das ist jetzt natürlich überhaupt nicht komplex bislang. Wir haben nur zwei Einheiten Trupps hier. Mhm. Ja. Understood. Ready. Yes. Backrun Glory. So, den Angriff haben wir abgewehrt. Ich halte ihn mal in der Mitte. Wir schauen mal, Milord, dass wir vielleicht noch einen zweiten Turm hier links gebaut bekommen. I'm on it. Uh-huh. Mhm. As you command. Der könnte repariert werden, geht das? Schickt Bogenschützen. Was bedeutet das? Ah, schickt sie raus. Schlecht übersetzt. Dann schicken wir hier noch zwei hin. Einmal einen weiteren Schmiede. Noch mehr Fernkampfangriff, bitte. Chippy, lies mal, erzähl mal was, was die Zuschauer schreiben, was sie wissen wollen, wie sie untereinander diskutieren. Ich kann ja nicht in den Chat reingucken. Da meint jemand, du brauchst Magnus für die Holzfäller. Ja, definitiv. Und auch, dass es ähnlich wie Warcraft aussieht. Chaoswuschel meint, der erste Eindruck ist positiv, macht Lust auf mehr. Ein Krupp findet erst Fleischer und der würde gerne aus den Wölfen feine Würste machen. Your army is under attack. Hattest du schon mal Wolfswürste? Nein. Hätte ich auch noch nie. Your workers are under attack. Geissegel meint, es ist ein wenig dunkel, das Spiel. Gewonnen! Ja, das könnte entweder, kann am Licht hängen. Also das ist die Standard-Einstellung auf jeden Fall. Das ist so jetzt, was ich euch mal anbieten könnte, ist, dass wir mal ganz kurz reingehen, also dass wir nicht mit der nächsten Mission weitermachen, aber die ersten Minuten eines Skirmish-Matches spielen, dass ihr mal seht, also eines Matches auf Zufallskarten, damit ihr seht, wie groß die Einheitenvielfalt ist und einen besseren Eindruck davon hat. Also jetzt nicht ein Skirmish-Gefecht komplett durch, sondern so die Anfangsphase, dass ihr mal sehen könnt, was wird da alles noch geboten, wie viele Spielelemente gibt es da insgesamt, weil die werden jetzt in der Kampagne ja schrittchenweise freigeschaltet. Sollen wir das machen? Wäre mein Vorschlag für euch, wenn euch das recht ist. Wir machen das mal. Wir werfen mal einen kurzen Blick rein und danach spielen wir dann, wie geplant, Civ 6 und setzen unsere Partie mit den Phöniziern fort. Das hier sind die Gefechtskarten. Und wir haben 6 Karten zur Auswahl. Schaut mal, verschiedene Settings. Wir hatten ein Vulkan-Setting, eins in klirrender Kälte, Zwillingsflüsse, da ist es grün. Das sind Höhen, eine Höhengegend mit verschiedenen Höhenstufen, einen weiten Wald. Das hier ist ein Felsterrain. Das ist eine 2er-Map. Da hat man also nur einen Gegner, gegen den man spielt. Ich vermute mal, das sind die Karten, die man auch im Multiplayer hat. Und Cramundo, eine Karte, auf der man mit wenigen oder vielen Leuten antreten kann. Soll man die Vulkan-Map mal ausprobieren? Oder schreibt doch mal rein in den Chat, was ihr gerne hättet. Was ihr gerne für ein Setting hättet. Was ihr am interessantesten findet. Also ihr meintet ja eben, es sei vielleicht ein bisschen dunkel. Das wird vielleicht eher für dieses für Windstill sprechen, dieses Setting in der Mitte. Aber ich bin da frei. Also ich folge da gerne euren Wünschen. Wünscht euch was. Was würdest du dir wünschen, Chippy? Ach, Vulkane haben wir schon in Ziff. Da würde ich lieber Eis und Schnee haben. Eis und Schnee? Was Helles. Ja, kommt an. Sky Segel hätte gerne was Helles. Stefan schreibt auch Eis und Schnee. Wir gehen nach Windstil rein. Wir spielen aber nicht mit Rot. Ich spiele immer mit Blau. Habe ich als Kind schon gemacht. Wir spielen auf Standard. Wir fügen einen Bot hinzu, weil ganz alleine möchte ich nicht kämpfen. Ja, und dann gewinnst du aber sicher. Und sagen, wir sind bereit. Also, wir kämpfen gegen einen KI-Bot. Oh, schaut mal, so sieht's aus.
Hoppla. My lord? Yep. As you wish. Immediately. Yes, my lord. Yep. Ach, das wird immer derselbe angeklickt, Mann. Yes, my lord. I work better without sleep. Ready to work. Certainly. I work better without sleep. Das ist unser Suchhund. Wo ist denn unser Anführer? Der ist gar nicht dabei. Den hast du wahrscheinlich in einer Multiplayer-Partie gehabt. Ja, das ist ja ein Ding. Da habe ich nur die ganz normalen. Oh, schaut mal links in die Minimap. Da kann man wirklich, das ist wirklich sehr ganz synchron aufgebaut. Hier kann man ein weiteres Territorium sich noch dazu holen. Das ist eigentlich wahrscheinlich für 4 Spieler ausgelegt. Hier auf dem Heldenthron, da kann man sich gleich Einheiten noch holen. Da kann man sich Heldeneinheiten holen. Schick ihn mal hier hin. Wir gucken mal, was es so alles gibt an Möglichkeiten. Na, da meint auch schon jemand, der sich vorher über die Dunkelheit beschwert hat, das sieht jetzt schon besser aus. Das höre ich gerne. Yep. War wahrscheinlich vorher einfach von der Geschichte her in der Nacht Wölfe jagen und jetzt ist es halb Tag. Wir bauen ein Haus. Ich glaube, das wäre jetzt auch eher eine Skirmish-Karte. Wir gucken mal einfach, was alles baubar ist. Wie gesagt, wir ziehen das hier nicht durch. Wir wollen nachher auch noch Civ spielen. Das ist auf jeden Fall Bannerman, die Bannerträger. Echtzeitstrategiespiel, spielt im Mittelalter, vor wenigen Tagen erschienen. Und das testen wir gerade mal kurz an und spielen danach ganz normal Civ 6 weiter. Und wir schauen mal, womit man fortgeschrittene Gebäude freischaltet. Es geht wahrscheinlich über das Baumenü. Ausbildungslager, Schmiede, Häuser, Heldenthron und so weiter. Wir bauen mal ein Ausbildungslager. Der einzige Weg runter scheint hier oben zu sein. Da stellen wir auch hier das Ausbildungslager in die Nähe hin. Yep. Und ich glaube, hier an dem Heldenthron, da kann man die Leute heilen, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, und jetzt haben wir Berian, den Helden, eine Armbrustschützin Vanya oder einen ganz schnellen Kavalleristen. Wir holen uns mal die Heldin Vanya. Braucht aber ganz schön lange, bis sie uns hilft. Die muss sich noch zurecht machen, oder? Also, ja, obwohl ich kann mir von einer Dame nicht erwarten, dass die sofort bereitsteht. Das stimmt, aber andererseits, ich muss ehrlich sagen, ich lege ja auch vor jedem Livestream auch eine dicke Schicht Make-up drauf, seitdem ich die Facecam habe. Vorher war mir das egal, aber ich bin jetzt immer hier, also ich traue mich kaum, wenn ich jetzt mit dem Finger über die Wange gehen würde, der wäre danach dunkelbraun. Und ich kämme mein langes, lockiges Haar stundenlang, bevor ich beginne zu streamen. Yep. Ich weiß gar nicht, was es da so doof zu lachen gibt. On my way. My lord? Wir schauen mal, was es sonst noch zu bauen gibt. Wir bauen einen Bogenschützenturm mal hier in die Mitte rein. Das kann ja nie schaden. Verteidigen wir uns hier. Im Ernst, wir wollen ja nicht ewig spielen. Wir gucken mal, was es sonst... Wir wollen das Baumenü mal erkunden und dann schauen wir mal, dass wir weiter mit Civ 6 machen. Königshof ist baubar. Der sollte vieles freischalten. Das ist unter ein Tempel. Königshof, damit fangen wir mal an. Ist das der Königshof wirklich gewesen? Ja. Ich dachte, er wäre größer und doller. Yes, my lord. Einheiten Limit war wieder nicht gepackt. Ready to work. Requires additional supply. So, das ist der Königshof, der gleich fertig ist. Das ist unser Suchhund. I work better without sleep. Aha. Mhm.
Ambo-Schützen hier hin. Schauen wir mal, was im Königshof so alles gibt. Ritter, die brauchen eine Akademie, Speerträger und diverse Technologien, Spitzenverlangsamung und geläuterter Stahl. Hier. On my way. Was ist ein geläuterter Stahl? Das ist Stahl, den man gut zugeredet hat, damit er einen besseren Charakter bekommt. Also ihr habt jetzt mal so grob einen Überblick darüber, worum es hier geht. In diesem Spiel. Wollt ihr noch irgendwas wissen zu dem Spiel? Wollt ihr, dass wir uns noch was Bestimmtes anschauen? Ansonsten würde ich nämlich sagen, wir gehen weiter zu Sif und dann hättet ihr einen allerersten Eindruck hier von dem, was es hier gibt bei Bannerman, bei den Bannerträgern. Hier kann man Speerträger jetzt bauen. Ready to work. Immediately. Was kann man sonst noch alles bauen? Ausbildungslager. Schmied hatten wir schon. Einen Heldenthron hatten wir auch schon. Eine Akademie, einen Königshof, eine Werkstatt und einen Tempel. Den würde ich euch ganz gerne noch zeigen. Der ist für diese magischen Geschichten zuständig. Aber ich kenne die Baureihenfolge nicht. Kann sein, dass wir vorher erstmal einen Schmied brauchen beispielsweise. Nee, eigentlich sollte da nichts vorausgesetzt sein, so wie ich das sehe. Haben wir denn rein von den Materialien her genug? Ich glaube ja. Ja, Tempel ist baubar. Die kann man nur bauen auf bestimmten Plätzen. Wir schnappen uns mal alle unsere Truppen. Quartieren alle aus. Schnappen uns unsere ganze Armee. Und gehen mal runter und nehmen auch einen Handwerker mit. Einer reicht. Einer bitte mitkommen. Hier, folge uns. I work better without sleep. I'm on it. Wir schauen mal, wo wir diese Tempel finden. Okay. Hier geht's runter. Okay. I'll never regret this. Kann sein. Yep. Yeah. Oder wir gehen rüber und mischen mal den Feind auf. Der ist wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Seite. Show no mercy. Okay. Wir zeigen keine Gnade. Let's do this. Ich hätte das genau hier rechts hinten. Wir holen uns noch ein paar weitere Truppen. Ausbildungslager. Und Sammelpunkt ist unsere Heldin. Da ist sie. Und auf geht's. Rüber auf die andere Seite. Aha. Wo geht's hier hoch? Hier, ne? Yes. Don't get in the way of my arrow. Oh, klingt aber gut. Wir gehen mal einmal durch in die Mitte, weg von den Turmen hier. Oh nein, wie schnell die gebaut haben. Schau euch das mal an. Wir machen das alle. Ja klar, wir haben am Anfang viel Zeit verschenkt, als wir uns umgeguckt haben. Ja, das war diese kleine Skirmish-Partie. Das war Bannerman. Ich hoffe, ihr habt euer ein schadenfrohes Vergnügen gerade gehabt. Ersten Eindruck hattet ihr, ich poste euch nochmal den Link. Wie gesagt, die Entwickler, sehr nett, sind schwedische Indie-Entwickler. Falls ihr euch über das Spiel austauschen wollt, in unserem Community-Forum, community.writingbull.de, gibt es, glaube ich, auch ein Thread zum Spiel. Ich hatte ja ein frühes erstes Video gemacht und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen von euch, der da das im Multiplayer mal ausprobieren möchte mit anderen zusammen. Im Forum findet ihr sicher Leute, die da Bock zu haben, sich das mal anzugucken.